bin Christ, ich lebe mit Jesus Christus und von daher war es immer auch mein Anliegen, anderen Menschen behilflich zu sein, ein offenes Ohr für sie zu haben. Und so kam es, dass die Frage an mich herangetragen wurde, ob ich mich nicht für den Betriebsrat zur Verfügung stellen wollte. Und ich habe mich einmal ungezwungen aufstellen lassen. Das ist Hans-Joachim Lotter aus Lübeck und er führt gleich ein in das Thema dieses Funkseminars Gemeinde über den Glauben reden. Sie haben gemerkt, dass Hans-Joachim Lotter das nicht trennt, hier Gemeinde, dort Beruf. Er arbeitete als Konditormeister in einem Kaufhaus in Lübeck, etwa 1000 Mitarbeiter, wurde dann zum Vorsitzenden des Betriebsrates gewählt und inzwischen wiedergewählt. Die Mitarbeiter und auch die Kollegen im Betriebsrat, die wussten, dass sie Christ sind und was sie da für Ansichten entsprechend auch vertreten. Ja, das ist den Mitarbeitern und auch der Geschäftsleitung bekannt. Und man hat das respektiert, wenn auch die Meinungen nicht deckungsgleich oft waren mit den Kollegen, aber sie haben erkannt, dass ich das Gute im Auge hatte. Und das haben auch sie dann honoriert. Ich darf vielleicht hinzufügen, dass wenn ich schwierige Situationen im Betriebsrat sehe und auch für Kollegen erkenne, ich das in meinem morgendlichen Gebet vor Gott ausbreite und erwarte, dass Gott dann auch lenkt und leitet. Eigentlich ist damit alles schon gesagt. Worauf kommt es an für einen Christen im täglichen Leben? Und das heißt doch auch immer, wenn er über den Glauben reden will. Worauf es ankommt, das Bewusstsein, ein Christ zu sein, Aufgaben für andere zu übernehmen, in Verbindung mit Jesus Christus zu bleiben, Stellung zu nehmen zu den verschiedensten Fragen, wäre noch hinzuzufügen, das Leben in der örtlichen Gemeinde. Über den Glauben reden, das heißt, Zeuge Jesu Christi zu sein inmitten der Welt, nicht bloß in der Gemeinde, nicht bloß zu Hause. Und was ist dazu nötig? 4 Dinge. Den Auftrag erfüllen, sich selbst prüfen, den Menschen kennen und Methoden lernen. Das ist auch die Gliederung dieser Funkseminarstunde. Der Zeuge Jesu Christi, der über seinen Glauben redet, muss den Auftrag erfüllen, sich selbst prüfen, den Menschen kennen und Methoden lernen. Beginnen wir mit dem ersten Teil. Wer Zeuge sein will, wer über den Glauben reden will, der muss den Auftrag erfüllen, den er hat. Christen verkünden ja nicht sich selbst. Sie reden ja nicht bloß von eigenen subjektiven Erfahrungen. Nein, sie stehen unter einem Auftrag. Unter welchem? Durch die folgende Geschichte können Sie das herausfinden. Es beginnt damit, dass ein sehr reicher Landbesitzer für einige Jahre verreist. Er gibt seinen Mitarbeitern für die Zeit seiner Abwesenheit genaue Aufträge und auch alle Mittel, diese Aufträge auszuführen. Sie sollten das kultivierte Land weiter bebauen und das Brachland kultivieren. Für viele Jahre wurde der Landbesitzer im Ausland aufgehalten. Diejenigen, die zur Zeit seiner Abreise Kinder gewesen waren, waren nun zu Männern und Frauen herangewachsen. So hatte sich die Zahl seiner Pächter und Arbeiter um ein Vielfaches vermehrt. War auch der Auftrag, den er viele Jahre zuvor gegeben hatte, erledigt worden? Ach nein, Sumpf und Moor und magere Berghänge waren verwilderter denn je. Feiner, reicher, gesunder Boden brachte auf tausenden von Äckern nur Dornen und Disteln hervor. Soweit das Auge reichte, lechzte ungenutztes Weideland nach Bebauung. Der größte Teil des Grundbesitzes schien nie von den Knechten aufgesucht worden zu sein. Hatten sie sich ein schönes Leben gemacht? Einige schon, aber die Mehrzahl war wirklich fleißig gewesen. Sie hatten ihre Arbeitskraft und auch ihr Fachwissen voll eingesetzt, jedoch nur in den Park, der das Haupthaus umgab. Dieser Park war ein Musterstück an Vollkommenheit. Viel Zeit war während des Anlegens und Erhaltens streitenderweise verwendet worden, weil die Arbeiter sich bei ihren Aufgaben gegenseitig behindert hatten. Und unermesslich viel Arbeitskraft war verloren gegangen, weil zum Beispiel das gleiche Stück Land mehr als 50 Mal besät wurde, sodass die Samen nie Zeit zum Keimen, Wachsen und Reifen hatten.
in dem für die gewaltigen Forste gesorgt wurde, als würde es sich um zarte Schößlinge handeln, weil zu fetter Boden zusätzlich gedüngt, nasse Wiesen noch künstlich bewässert worden waren. Warum hatten die Arbeiter so widersinnig gehandelt? Wollten sie sich vergebens Mühe machen? Ganz im Gegenteil, sie flehten unablässig um Frucht, begehrten gute Ernten und sehnten sich nach großartigen Ergebnissen. Wollten sie den Auftrag nicht zur Zufriedenheit ihres Arbeitgebers ausführen? Nun, sie schienen diesen Wunsch zu haben, denn sie studierten ständig die Anleitungen, die er ihnen gegeben hatte, und erinnerten sich gegenseitig, du weißt ja, wir sollten das ganze Anwesen in Ordnung bringen. Aber sie taten es nicht. Einige wenige versuchten es und beackerten ein kleines Stück Land hier und da, säten Getreide und anderes. Vielleicht schlugen ihre Versuche fehl, so dass die anderen entmutigt wurden. Eigentlich nicht. Im Gegenteil, sie sahen, dass der Ertrag überaus reichlich war, viel größer im Verhältnis zu dem, was sie erwirtschafteten. Diese begriffen sie in aller Klarheit, aber sie versäumten es, diesem guten Beispiel zu folgen. Es ging sogar so weit, dass, wenn die Arbeit einiger weniger in einem entfernten Tal eine Ernte erbrachte, die sie nicht alleine einbringen konnten, dass die anderen ihnen nicht einmal halfen, ihre Garben unter Dach und Fach zu bringen. Sie zogen es vor, auf das Unkraut zwischen den Rosen in ihrem überfüllten Park aufzupassen, die Grashalme des Rasens und die Früchte auf den Bäumen zu zählen und sich in Spekulationen über die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Bebauung in den nächsten Jahren zu ergehen. Schön, diese Geschichte, nicht? Ähnlichkeiten mit gegenwärtigen Situationen sind durchaus nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Im Ernst, Sie haben sicher bemerkt, welche biblischen Aussagen hier verarbeitet sind. Es sind eine ganze Menge. Was nicht so direkt auf der Hand liegt, auch Paulus verwendet dieses Bild in 1. Korinther 3. Da spricht er davon, dass einer pflanzt, einer begießt und so weiter, aber dass Gott es ist, der das Gedeihen gibt. Was könnte das für Ihre Glaubensgespräche bedeuten? Warum wir übrigens eine Geschichte aus der Landwirtschaft gebracht haben in diesem Funkseminar Gemeinde, ganz einfach. Das lateinische Wort Seminar heißt auf Deutsch Baumschule. Baumschule, wo gepflanzt wird und wo es wachsen soll, wo Ableger gesteckt werden und wo Gott das Gedeihen gibt. Nun zum zweiten Punkt. Der erste war den Auftrag erfüllen, nun also sich selbst prüfen. Es ist ja nicht damit getan, dass man nur irgendwelche Befehle erfüllt und sei es der Missionsbefehl. Die eigene innere Haltung ist ja auch wichtig, die Motivation. Über den Glauben reden, warum will ich das eigentlich? Was bewegt, was treibt mich dazu? Wie muss meine Haltung sein? Gibt es Bedingungen, die ich beachten muss oder sollte? Und Sie merken schon, liebe Seminarteilnehmer, das ist eine sehr persönliche Frage. Sie fragt nämlich letztlich danach, wie ich meinen Glauben lebe. Aus dem Leben heraus kommt das Gespräch. Zeugen sind ja Beteiligte, nicht nur Zuschauer. Pfarrer Gerhard Röckle hat darüber nachgedacht. Er ist Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste in der EKD. Sich selbst prüfen, um über den Glauben reden zu können. Was gehört dazu? Ich möchte meine Antwort in 4 Sätzen zusammenfassen, die ich jeweils kurz erläutern will. Erstens, wer lernen will, über seinen Glauben zu reden, der muss mit dem Beten beginnen. In der Fürbitte stehen wir vor Gott für andere Menschen ein. Wir nennen ihre Namen und bitten Gott, dass er sie für sein Reich gewinnt. Fürbitte üben ist seit jeher Christenpflicht, die niemals in unser Belieben gestellt ist.
Dabei bringt jede konsequent geübte Fürbitte ein Stück Verwandlung mit sich. Sie können das, liebe Hörer, bei sich selber nachprüfen. Wenn Sie langanhaltend Fürbitte tun für einen Menschen, der von der Herrschaft Jesu nichts wissen will, werden Sie eines Tages anfangen, ihn im Licht Gottes zu sehen. Sie entdecken, wie Gottes Liebe auch dieses Leben erfüllen und durchdringen will. Sie ahnen sogar etwas von der Zuversicht, die Gott für diesen Menschen hat, den er nicht einfach laufen lässt. Sie beginnen darum zu beten, dass sie selber nicht im Wege stehen, wenn Gottes Segen dieses Menschenleben erreichen will. Wer dran bleibt, für einen anderen Menschen zu beten, der wird ihm dann auch anders begegnen, wenn er ihn trifft. Wir denken dabei an die Verheißung in Jesaja 50, Vers 4, wo es heißt: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Genau das ist unsere tägliche Bitte zu Gott. Zweitens, wer lernen will, von seinem Glauben zu reden, der braucht viel Liebe zum Andern. Er soll einen Vorschuss an Vertrauen erhalten, auch wenn wir von seinem Äußeren abgestoßen werden. Unsere Liebe zu ihm äußert sich darin, dass wir uns bemühen, ihn zu verstehen. Wir versuchen, uns in seine Situation hineinzudenken. Das ist deshalb nötig, weil das Evangelium von Jesus Christus ja gerade dorthin vordringen will, wo der andere steckt oder wohin er sich im Augenblick verirrt, verschanzt oder verlaufen hat. Wie das gemeint ist, habe ich begriffen, als ich folgende Geschichte aus Israel hörte. In einem Kibbuz war ein Esel weggelaufen und spurlos verschwunden. Stundenlang hat man nach ihm gesucht. Da endlich kommt ein alter Mann, der schon etwas kindisch geworden war, mit dem Esel daher. Alle stürmen sie auf ihn ein und fragen: Wie hast du denn das gemacht? Eigentlich wollten sie sagen: Von dir haben wir es ja nicht erwartet. Und da sagte der Alte: Ich habe mir überlegt, wohin würdest du gehen, wenn du Esel wärest? Und da bin ich hin, und dort war er. Liebe Freunde, wir versuchen genauso, uns in einen anderen Menschen hineinzudenken, in seine Freuden und in seine Nöte, in seine früheren Erfahrungen mit Christen, die nicht nur positiv waren, und auch in sein besonderes Lebensschicksal. Drittens, wer über seinen Glauben reden will, der muss auch warten können. Freilich ist Geduld nicht ohne weiteres unsere Stärke. Vor allem, wenn sich beim anderen nichts rührt, dann stehen wir in Gefahr, etwas gewaltsam nachzuhelfen. Bei Jesus sehen wir, wie er bereit war, auch einmal ein Stück eines längeren Weges geduldig mitzugehen. In Lukas 24 wird uns die Emmaus-Geschichte erzählt. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern, deren Leben im Augenblick einem Scherbenhaufen gleicht. Sie erkennen ihn nicht, aber er wandert mit ihnen und lässt sie auch in dieser Phase der Verzweiflung und Resignation nicht allein. Geduldig geht er neben ihnen her, Meile um Meile. Dabei geht er auf ihre Fragen und Nöte ein. Es war auch bei Jesus ein weiter Weg, den er mit seinen Jüngern zu gehen hatte, bis endlich denen die Augen aufgingen. Viertens, wer über seinen Glauben reden will, der weiß um das Wagnis des Bekennens. Irgendwann kommen Begegnungen mit Menschen an einen Punkt, wo es feige wäre, nicht zu bekennen, was mir der Glaube an Jesus Christus bedeutet. Wir brauchen uns nicht zu schämen,
den einen und einzigen Namen zu nennen, in dem allein Heil ist. Ich bin dankbar, dass in der Bibel die Verheißung steht, dass der Geist Gottes seinen Jüngern zur rechten Zeit die rechten Worte auf die Lippen legen wird. Keiner kann garantieren, dass ein Gespräch eine Tiefe gewinnt, wo es möglich ist, über Fragen des Glaubens zu sprechen. Wir können ein solches Gespräch nicht erzwingen, aber wir können uns innerlich und äußerlich bereithalten und auf den günstigen Augenblick zu achten, damit es zu einer Begegnung wird, die dem anderen weiterhilft. Es gibt viele Gespräche, bei denen wir es nicht erzwingen können, über unseren Glauben zu reden, aber ich bin überzeugt, es gibt mehr Chancen, als wir ahnen, wenn wir nur anfangen, etwas mutiger unseren Glauben im Alltag zu bekennen. Sich selbst prüfen oder in der richtigen Haltung über den Glauben reden. Gerhard Röckle hatte 4 Sätze genannt. Wer über den Glauben reden will oder das lernen will, der muss mit dem Beten beginnen. Der braucht viel Liebe zum anderen, der muss warten können und der weiß um das Wagnis des Bekennens. Bleibt bloß noch hinzuzufügen, theoretisch lernen lässt sich das nicht. Die Hilfe Gottes, die Kraft Gottes erfahren Sie nur, wenn Sie's auch tun. So geht dein Wort mit großen Scharen, die in der Kraft Evangelisten sein. Lass heilend Hilf uns wieder fahren und brich in Satans Reich mit Macht hinein. O den Auftrag erfüllen, sich selbst prüfen, den Menschen kennen. Das ist der 3. Punkt, den Menschen kennen. Wer Zeuge sein will, wer über den Glauben reden will, der muss den Menschen kennen, mit dem er spricht. Und dabei ist gar nicht einmal gemeint, dass man den Gesprächspartner persönlich gut kennen muss, seine Sorgen und Erfolge, seine Familie und so weiter. Nein, über den Glauben reden, das kann man, ja, wo eigentlich nicht. Wichtig aber ist es zu wissen, was den Gesprächspartner bewegt. Konkret kann man nachfragen. Aber es ist auch gut, das im Allgemeinen zu wissen, was bewegt den Menschen von heute. Theologen haben darüber nachgedacht, was den Menschen bewegt, welche Grundfragen er hat, auch den Menschen, der von Gott nichts wissen will. Welche Grundsehnsüchte sind es, die ihn umtreiben? Der katholische Theologe Paul Zulehner hat dafür die 3 Begriffe gefunden: Name, Freiheit und Heimat. Jeder möchte unverwechselbar sein, Name. Jeder möchte Freiheit, von welchem Zwang auch immer. Jeder möchte wissen, wo er zu Hause sein darf. Und, fragt Zulehner, lassen sich diese Grundfragen letztlich ohne Gott beantworten, hinreichend beantworten: Name, Freiheit, Heimat. Pfarrer Klaus Teschner, Leiter der missionarischen Dienste im Rheinland, hat das auf einer Mitarbeiterversammlung einmal so klar gemacht. Er berichtete über eine Jugendevangelisation. Ich habe das versucht und habe eine erstaunliche Resonanz gefunden. Und zwar habe ich es versucht, indem ich 3 Fragen gestellt habe und gesagt habe: Ihr müsst diese Fragen so oder so beantworten, ob ihr an Gott glaubt oder nicht. Aber ich sage euch, ich kann mir nicht vorstellen, wie man diese Fragen ohne Gott beantworten kann. Und ich habe diese 3 Fragen so formuliert. Auf wen kann ich mich letztlich verlassen? Das ist die Vertrauensfrage. Auf wen kann ich mich letztlich verlassen? Das ist die Vertrauensfrage. Wie gesagt, man sollte Menschen nicht zu schnell runterspielen. Es ist schon wichtig, wenn ich verlässliche Menschen habe. Aber letztlich lässt es sich wohl mit Menschen nicht beantworten, die Vertrauensfrage.
Dann zweite Frage: Wer darf eigentlich über mich bestimmen? Eine sehr wichtige Frage für jeden Jugendlichen, der so oft meint, er würde so frisch, fromm, fröhlich, frei über sich selbst bestimmen und wenn er nachdenkt, ja doch merkt, wie viel Abhängigkeiten sein Leben bestimmen. Das ist die Machtfrage. Wer darf eigentlich über mich bestimmen? Ich habe dann immer gesagt, bestimmen darf nur der über mich, der für mich bezahlt hat. Klarer gesagt noch, der für mich geblutet hat. Wer darf über mich bestimmen? Und die letzte Frage, wer kann mich wirklich gebrauchen? Viele Jugendliche befinden sich in einer furchtbaren inneren Wegwerfstimmung. Sie sagen sich, wem würde es schon auffallen, wenn ich ausfallen würde? Und da ist die Zusage, es kann dich jemand gebrauchen, nämlich es kann dich der gebrauchen, der dich geschaffen hat, ist doch eine wunderbare Verheißung und eine Aufrichtung meines lädierten Selbstbewusstseins. Wer kann mich wirklich gebrauchen? Man kann dann vielleicht viertens noch zufügen, was bin ich letztlich wert? Wo lande ich? Wo ist meine Heimat? Das wäre dann nicht mehr die Sinnfrage, sondern die Zielfrage, aber die beiden gehen ineinander über. Was bewegt den Menschen von heute? Auf welche Grundfragen lassen sich Einzelfragen zurückführen, etwa die Friedensfrage oder die nach der Zukunft? Im Bild gesagt, was ist der Wurzelboden, aus dem heraus die Pflanzen der Einzelprobleme wachsen? Klaus Teschner beschrieb ihn als Vertrauensfrage, Machtfrage, Sinnfrage. Oder mit Paul Zulehner Name, Freiheit und Heimat. Über diese Fragen sollte der Zeuge selbst einmal nachgedacht haben und er sollte sie für sich beantwortet haben. Denn diese Fragen bewegen viele, eigentlich alle Menschen. Wacht auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen. Ja, deren Schall die ganze Nun der vierte Punkt, Methoden lernen. Auch damit ließen sich ganze Mitarbeiterabende füllen, hier nur ein Impuls. Ein Einwand, der in Gesprächen oft genannt wird, lautet, was habe ich davon, wenn ich an Gott glaube? Es gibt eine ganze Reihe solcher Einwände, die in Gesprächen immer wiederkehren, etwa auch die Frage, wie kann Gott das zulassen? Gut ist es, wenn ein Zeuge sich vorher schon Gedanken gemacht hat. Hören wir einmal in ein solches Gespräch hinein. Dreimal die Frage, was habe ich davon, wenn ich an Gott glaube? Und jeweils eine Antwort. Die Antworten werden dann kommentiert von Wolfgang Schumann, Pfarrer im Amt für missionarische Dienste in Württemberg. Was habe ich eigentlich davon, wenn ich an Gott glaube? Das ist so eine typische Frage, die viele Menschen bewegt, nicht nur Sie. Eine solche Antwort verallgemeinert die Frage des Gesprächspartners. Und was verallgemeinert wird, das bedeutet nichts mehr. Das wird in ein so weites Umfeld gestellt, dass der andere sich gar nicht ernst genommen sieht. Darum sind verallgemeinernde oder generalisierende Antworten für ein Gespräch ungeeignet. Besonders für einen Gesprächsanfang. Denn was allen gilt, darüber lohnt es sich dann nicht mehr mit dem anderen zu reden. Was habe ich denn davon, wenn ich an Gott glaube? Ach, hören Sie auf, so viele Bedenken zu haben. Sie müssen einfach mal so einen Schritt wagen. Sie müssen einfach anfangen zu glauben. Diese Antwort fordert etwas. Sie fordert einen Schritt, bevor es soweit ist, dass dieser Schritt getan werden kann. Viele unserer Antworten enthalten Appelle oder Forderungen.
Aber wir müssen uns fragen, sind die Forderungen dann angebracht? Sind sie an der richtigen Stelle? Oder sind sie viel zu früh ausgesprochen und der andere kann sie nicht mitvollziehen? Wenn ein Gesprächspartner eine solche Forderung hört, fühlt er sich vielleicht nicht verstanden? Oder weil er es noch nicht mitvollziehen kann, was der andere von ihm erwartet, hier in dem Beispiel einfach anfangen zu glauben, dann gibt er eine ausweichende Antwort und das Gespräch ist zu Ende. Was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich an Gott glaube? Wenn Sie so fragen, dann klingt das beinahe so, als würden Sie nicht denken, dass der Glaube Ihnen wirklich helfen kann fürs Leben. Hier versucht der Gesprächspartner, auf die Aussage des anderen einzugehen. Er versucht mit Worten, die das noch einmal umschreiben, was der andere gesagt hat, das Verstehen auszudrücken. Wenn ein Gespräch weitergehen soll, dann ist es wichtig, dass der Gesprächspartner zunächst einmal merkt, der andere hat mich verstanden. Hier ist die Antwort negativ formuliert, dass der Glaube keine Hilfe fürs Leben ist. Es könnte auch positiv formuliert sein. Erwarten Sie denn etwas vom Glauben, wenn Sie so fragen? Wenn ein Gespräch weitergehen soll, muss der Gesprächspartner den anderen Raum geben, mehr davon zu sagen, von dem, was angesprochen ist. Und das geht am besten, wenn Verständnis signalisiert wird, wenn auf die Aussagen des anderen eingegangen wird. Nun sind wir wieder am Ende unseres Seminars angelangt, unserer Baumschule zum Wachsen im Glauben und in der Gemeinde und im Bekennen. Christen sollen ja wie Bäume sein, die fest verwurzelt in gutem Grund stehen und die nicht bei jedem Windhauch umfallen. Und manchmal weht einem bei Gesprächen über den Glauben der Wind ganz schön ins Gesicht. Wir hatten gefragt nach dem Zeugen Jesu Christi, nach dem also, der über den Glauben redet. Er erfüllt den Auftrag, er prüft sich selbst, seine Haltung, er kennt den Menschen und seine Grundsehnsüchte und er lernt Methoden, macht sich mit Gesprächsführung vertraut. Das Ergebnis kann dann so aussehen wie bei dem Betriebsratsvorsitzenden Hans-Joachim Lotter. Ich kann einmal vielen Kollegen zuhören, die zu mir kommen und nicht nur ihre Probleme ansprechen, die den Betrieb betreffen, sondern auch das, was sie zu Hause betrifft. Ich habe weiter die Möglichkeit, auch ins Auge zu fassen, wenn es darum geht, vielleicht einen Tausch an einem Arbeitsplatz vorzunehmen, um ausgleichend zu wirken, damit Menschen auch erfahren und lernen, vielleicht durch mein schwaches Zeugnis, dass es sich lohnt, mit Jesus Christus zu leben.